hat er jetzt endgültig geknallt, macht er immer noch heu. Ja, ich sitze auf K15, es ist abends 10:15 und ich habe noch ein bisschen Gras gemäht. Hoppala. Ja, meine Nachbarn, die haben heuer kein Rasen gemäht, die haben das Gras wachsen lassen im Garten. Und das Gras habe ich bekommen. Ja, und dann habe ich an der Hecke unten entlang und an der Mähdrescherhalle vorne und hinten noch abgemäht. Und da ist ein beachtlicher Haufen zusammengekommen. Das ist mittlerweile der dritte Wagen. Früher ist es immer gemacht worden, die Feldränder ausmähen. Heutzutage ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich mag es noch, das gibt auch Heu. Auch nochmal eine schöne Ladung. Und ja, ich fahre das jetzt bei einem Bekannten aufs Feld. Da kann es dann trocknen, da kann ich durchheuen. Da oben. Thank you.
Jetzt haben wir das Holz ruhig daheim. Hui, ja, Gras. Das habe ich jetzt bei meinem Bekannten unten abgeschmissen. Und warum mache ich das? Jo, die Wiese ist von den Biogasen erst abgemäht worden, also ist noch recht kurz. Und ja, darauf kann es dann schön trocknen. Und mal gucken, also bei der Menge, die ich mittlerweile habe, also 3 Wägen voll, da wäre es mittlerweile eine Überlegung wert, den Heuwender anzuhängen. Ja, ich schau mal, was es gibt. Wie gesagt, das ist Gras, das hatten meine Nachbarn im Garten stehen. Durfte ich abmähen, da haben sie heuer den Rasen gemäht. Und dann halt da an der Hecke entlang, unten, da stand noch einiges. Und das Gras vor der Mähdresche halt, wo der Mähdresche drinnen steht. Und hinten, wo der Heuwender drinnen steht, das habe ich auch gleich mit weggemäht. Ja, wie gesagt, da ganz schöner Haufen geworden. Und immer noch der erste Schnitt. Ja, da habe ich im letzten Video so groß gesagt gehabt, jetzt sind wir fertig mit dem ersten Schnitt. Ja, nee, irgendwie doch nicht. Ja, Mai, so ist es. Sachen passieren. Wirklich wohl. Ja, auf alle Fälle. Mein Gabel jetzt wieder aufholen. Ohne so sich ins Bad zu spießen. Aua. Stiel vor dem Kopf. Was ist? Ja. Sind wir auf alle Fälle da damit auch durch. Dann kann das jetzt schön trocknen. Und ja, dann sehen wir weiter. Das Gespann bleibt jetzt draußen stehen, brauche ich morgen. Was es da gibt, das seht ihr dann quasi gleich im Video. Also bei mir morgen, bei euch gleich. Haha, es ist Mittwoch. Ich habe heute mal Futter geholt und ich habe es ja angekündigt, ich hole Hafer und Eisenträger. Und ja, ich war unterwegs. Dasselbe habe ich natürlich nicht gefilmt, aber... mein Gespann, da steht's, der KA15 mit dem Steib 2 Achse und beladen mit einem Big Bag, der ist voll mit Hafer und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Säcke, auch nochmal voll mit Hafer, ja, den habe ich jetzt hier und zusätzlich zum Hafer noch die schönen Dinger da, die waren mal in einem Dach verbaut, die brauchen wir eventuell für unser Tandem-Projekt. Mal gucken. Recht lang gewesen das Ganze. Da war hinten ein rotes Fähnle dran oder ein rotes Tüchle. Auf alle Fälle war was dran. Sieht man ja das Band noch, ich habe es bloß runtergeschnitten, weil das ist der Putzlumpen von meinem Bulldog eigentlich, den haben wir vorne reingeräumt. Man muss sich ja was einfallen lassen, ne? Und rot ist rot. Tja, hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Schönes Gespann.
beim Streifeisenkult. Ja gut, zum Häckseln warst du noch nicht mehr müssen. Ah!
ist es mittlerweile dann Donnerstag und heute Abend ist wieder Zeit zum Videoschneiden. Ja, mei, die Wochen geht immer rund, das klappt da gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Mein Gras, was ich aus den Hecken überall rausgemäht habe, also ja, wie gesagt, hier entlang und natürlich da drüben, wo der Ladewagen steht. Ja, weil ich da gefragt worden bin, was ist denn das für eine Achse, der da unten rumfliegt. Einmal eine Mengele LW30 Ladewagen oder die Reste davon, die übrig sind. Und das alte andere oben, das ist ein Köhler Miststreuer gewesen. Beides aber nicht mehr funktionsfähig, total desolat. Das ist das Projekt Transportanhänger für Schlepper oder Heu oder Holz oder wie auch immer es man nennen möchte. Liegt aber in ferner Zukunft, habe ich ja schon mal gesagt. Bloß für die, die gefragt haben und die neuen Zuschauer, die vielleicht einschalten und sich fragen, was ist denn das eigentlich für Schrotthaufen da unten? Ja, also der Schrotthaufen, wie gesagt, das ist ein Bauprojekt, irgendwann einmal, wenn einmal Zeit ist und wenn einmal Geld da ist, überleer, dann vielleicht, eventuell, aber nicht jetzt. Jo, um zum Heu zurückzukommen. Wie gesagt, schon wieder Heu. Der hat einen Knall, macht der schon wieder Heu. Immer noch Heu. Der weiß auch nicht. Also, jetzt ist ja mittlerweile der 4. Juli und der macht immer noch Heu. Also der muss ja echt einen Vogel haben. Klar, logisch. Da liegt's. Ich habe es gestern leider nicht gewendet, habe ich nicht geschafft, weil ich das Futter geholt habe. Also das den Hafer, den Saathafer und die Dreche und das Zeug. Und ja. Jetzt habe ich es gewendet oder angefangen hier. Und ich wende die Fläche hier, weil das ja wirklich nicht viel ist, das ist ja bloß das bisschen hier, wende ich mal auf die althergebrachte Methode, wie es früher die Großeltern schon gemacht haben. Bevor auf dem Hof hier ein Ackerschlepper war und bevor der erste Gabelheuwender für die Ochsen da war. Ich wende so, wie es früher gemacht worden ist, einfach mit einer Gabel, beziehungsweise man könnte es auch mit einem Rechen machen. Das geht genauso. Im Endeffekt, du drehst das Heu bloß rum. Klar, du könntest das jetzt natürlich mit einem Heuwender machen, dann wäre es gezettet. Gezettet heißt ja, dass es dann geknickt wird. Also, ich lege mich dazu. Der Heuwender, der packt es ja durch zwei Zinken, die gegenläufig sind. Und dadurch wird es dann hier quasi, ja, jetzt kannst du mir die Finger schlecht vormachen, wird es angeknickt. Durch das Schlagen, durch das Draufschlagen und trocknet besser durch. So. Ich bin aber, wie gesagt, für das bisschen hier zu faul, den Heuwender rauszutun. Das ist ja irgendwie Blödsinn. Mehr Spritverfahren wie Nutzfaktor. Und ich meine, von dem Heu, ich will ja dann auch noch was haben. Ich habe einen Haufen Arbeit gehabt, Handarbeit da reingesteckt. Klar. Aber ja, das war die Gabelhund. Jetzt bist du reingekupft. Ja, du bist ein Doldi. Ah ja, auf jeden Fall. Was ist denn? Was ist? Zwitschi. Bin neigesabt. Oh. Sag ich einmal. Fuß. Muss du aufpassen, wo du hinsabst, du Tüten, du. Na, Knödel. Ja. Über die Gabel gelegen. Doofi. Scheint aber alles gut zu sein. Hat sich den Fuß bloß angehaut haben. Steht schon wieder drauf. Ja, ich drehe es jetzt einfach bloß durch. Ich spare da durch Sprit. Ich meine, ich habe ein wenig mehr Handarbeit, aber pff, ist doch einmal eine andere Erfahrung, so wie es früher die Großeltern gemacht haben. So probiere ich es jetzt da mal. Und ja, gepresst wird es natürlich dann auch, ist ganz klar. Eventuell zusammenschwaden. Und da vielleicht kann Schwaden dafür anhängen, das ist ein Schmarrn. Das geht auch mit dem Rechen, aber pressen dann mit der Presse natürlich. Aber wenden und zusammenrechen kann man normalerweise händisch. Da muss man nicht zwingend Maschinen einsetzen, wenn die Fläche so klein ist oder so geringe Mengen. Jetzt da mal auf alle Fälle noch schnell wenden. Dann kann das noch schön durchtrocknen. Also man sieht ja schon, hier ist es schon relativ trocken. Gut, die Stängel natürlich noch ein bisschen, weil die sind jetzt nicht angeknickt. Und unten drin war natürlich noch ein bisschen Feuchtes, das kommt jetzt hoch.
Ich bin ja mal gespannt, wie die Bröckelverluste dann hier sind. Schmutzanteil müsste dann normalerweise auch deutlich geringer sein. Das müsste eigentlich eins der besten Heu oder das beste Heu werden, das ich jemals gemacht habe. Nur mal ein Versuch wert. Was aber nicht heißt, dass ich es in Zukunft immer so mache. Also beim besten Willen der ganzen Wiesen. Respekt an die, die das machen. Aber das muss nicht sein. Gut, jetzt tun wir mal was, weil sonst labern wir da bloß und machen gar nichts. Ohne fliegen. Geht doch ohne. Du fühlst dich gleich nach Flügel. Ja, mei, es hat jetzt einen kleinen Moment gedauert, aber ist alles rumdreht. Ja, so schaut es jetzt aus. Einmal luftig aufgeschmissen, sieht man ja. Da kann der Wind wieder schön durch, die Sonne kann draufbrechen. Und dann kann es noch ein bisschen trocknen. Ja, wie gesagt, das ist halt jetzt Arbeitsaufwand. Mal 10 Minuten hier schnell durchwenden. Dann lasse ich es wieder liegen bis morgen, wenn morgen wieder 10 Minuten durch. Schauen wir mal, wie es morgen beieinander ist. Und wenn nicht, dann bleibt es halt noch einmal liegen und dann wenigstens noch einmal 10 Minuten durch. Und dann durchs Pressen oder so. Wird sich zeigen. Auf alle Fälle. Ja, das trocknet hier unten gut. Ich bin mal gespannt, wie viele Ballen das es gibt. Also meine Schätzung wären mal so 10 bis 12. Vielleicht ein wenig mehr. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ja, auf jeden Fall, so funktioniert es. Oder, ja, ich vermute, dass es so funktioniert. Also ich habe es selber ja nicht miterlebt, wie sie es früher gemacht haben. Klar, ich hätte jetzt den Heuwender anhängen können, dann wäre das eine Sache von einer halben Minute gewesen. Weil die Bräten da, ja, einmal drüber und ich bin fertig.
Aber ja, erstens war der Bulldog da dabei gar nicht warm. Und zweitens haben wir den Aufwand, den holen wir jetzt anzuhängen und das zu machen. Oh, nö, keine Lust. Nö, mag ich immer nicht. Schnauze voll. Es geht auch immer so. Und ja, bin ich auch mal gespannt, wie es wird. Ich halte euch auf alle Fälle zu dem Heu hier noch auf dem Laufenden, das werdet ihr sehen. Ja, die Presse steht auf jeden Fall noch nicht still. Was ich jetzt einmal brauche, ist nur ein Pressengarn. Weil, und ja, die Disteln stehen immer noch, ich bin nicht dazugekommen und jetzt mittlerweile sind sie so weit, dass die Samen fliegen. Tja, wir haben es versucht, sie abzuzwicken. Bringt nicht viel, weil beim Nachbar unten sind sie auch drin und die fliegen auch und die fliegen rüber. Also müsste ich bei dem erstmal anfangen, damit sie bei uns nicht mehr kommen. Ja, ich werde es mal versuchen nach der Ernte mit Schälen. Auf jeden Fall demnächst, die Presse kriegt ja da auch noch einen Einsatz. Da wird ein Teil davon wieder Stroh, Weizenstroh, für den Eigenbedarf. Puh, schauen wir mal. Brauche ich auf jeden Fall ein Pressengarn, weil sonst komme ich da nicht mehr so ganz weit. Ich könnte dann nämlich knapp werden auf Dauer. Gut. So viel hier unten dazu und ja, zwei Mal meine Viecher machen. Oh, stopp, bevor wir die Viecher machen, habe ich mir jetzt überlegt, ich zeige hier mal den Miststreuer, der rumsteht, den Köhler. Köhler-Miststreuer findest du im Internet eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Hatte ich selber nicht gewusst, den haben wir ja geschenkt gekriegt. Das Stück Eisen da. Ja, ich habe am Anfang erst überlegt, ob ich mir den wieder zusammenbaue, aber ist halt auch liegende Walzen. Ja. Und liegende Walzen will ich nicht. Sträubel, das ist nicht schön. Gefällt mir nicht. Das ist das Ding. Das Bügelbrett da, das ist vom Nachbarn, der hat es hier mit zwischengelagert. Alteisen. Ja. So schaut das Ding auf alle Fälle aus. Was ich mir von dem Ding geklaut habe, das ist den Unterlegkarl für unten. Ladewogen, weil der hat auch nicht gefällt. Und der Ladewogen ist ja auch Köhler. Ja, das ist auf aller Fall der Miststreuer. Auflaufbremse hatte er keine. Sonst wäre es vielleicht doch noch eine Überlegung gewesen. Da wäre da bloß die Standard-Handbremse drin. Und wie gesagt, das liegende Streuwerk. Und das gefällt mir einfach nicht vom Streubild her. Deswegen, da müsstest du ja alles komplett neu aufbauen, da habe ich gar keine Lust dazu. Ja, auf jeden Fall, den wollte ich euch jetzt noch gezeigt haben, bevor es jetzt dann heißt, ja, sagt er, der hat was und dann zeigt er es doch nicht. Doch, doch, also wie gesagt, hier unten steht das Ding. Das ist, wie gesagt, einmal für so ein Tandem-Achs-Anhänger-Bauprojekt, Transport-Dingsbums gedacht. Irgendwann, wenn es mal Zeit hat. Wie so ein großer Ballenwagen oder Plattformwagen oder ja, schauen wir mal. Dafür sind auch die Eisenträger, die wir jetzt gekriegt haben. Das muss in Ruhe schwelgen, das Projekt. Aber ich denke auch mal, das wird noch ein bisschen dauern. Also macht euch da mal keine Hoffnungen, dass das jetzt im nächsten halben Jahr irgendwann losgeht. Auf keinen Fall. Vielleicht, wenn es einen Winter überkommt, glaube ich aber auch nicht. Da sind noch genug andere Arbeiten da. Und naja, man wird sehen, weil wir brauchen ja Auflaufbremse für das Ding danach. Druckluftbremse haben wir nicht am Schlepper, also brauchen wir Auflaufbremse und so eine Auflaufbremsenblock vorne noch an so einen Hänger ist ja nicht gerade günstig, den kriegst du dann nicht geschenkt oder nachgeschmissen. Deswegen, das steht erstmal bis auf unbestimmte Zeit, vor allem weil noch so die Ideen sind, eventuell wie so ein Fastkran drauf und Auffahrrampen und Bordwände und ich habe es im Discord, habe ich es mal mit einem hin und her geschrieben gehabt, da haben wir philosophiert und im Streamer, was wir noch ein wenig bauen können und ja, was ich vorhin eigentlich noch weiter sagen wollte, bevor der Kamera-Akku mal wieder aufgegeben hat, da habt ihr jetzt den Miststreuer auch gesehen, der da in der Hecke drin steht, ja, und sonst gibt es eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, außer vielleicht, mein Vater und ich, wir wohnen jetzt gerade unten im Acker, deswegen bin ich ein bisschen verschwitzt und vielleicht habe ich ein rot im Gesicht. Und haben wir den ersten Teil Disteln rausgerissen, wo der Boden locker genug ist, also mit seinen Wurzeln rausgerissen. Und die wo zu fest waren, die haben wir mit der Gartenschere abgezwickt. Ja, da haben wir mal angefangen und haben einen ganzen Kettendampfer voll gekriegt. Der steht unten. Gefilmt habe ich das Ganze nicht. Schweißtreibende Arbeit.
ständige Hin und Her. Ja, was ich auf alle Fälle versuchen werde, heuer nach dem Dreschen dann meinen Eichepflug so einzustellen, dass ich damit schälen kann und dann entweder in den KA15 oder vielleicht sogar idealerweise in den KL300 oder mit mehr Leistung. Und dann schäle ich die Stellen, wo die Distel drin war, mal ab. Aber nur die Stellen, nicht das ganze Feld, weil sonst bin ich ja ewig drüber. Ja, schäle die Stellen, wie gesagt, ab. Sehe ich ja dann auch ganz gut, wo es noch grün ist. Und ja, das Ganze werde ich dann ein paar Mal machen. Immer tiefer werdend. Wird sich zeigen, ob es funktioniert. Auf alle Fälle mal einen Versuch wert. Katze! Ja. Das war's auf alle Fälle für dieses Video. Achso, dem Riley geht's übrigens wieder ganz gut. Der hat sich vorhin den Fuß bloß ankaut. Der hat sich nicht aufgespießt, sondern bloß ankaut. Also nicht, dass jemand denkt, hoffentlich hat er jetzt nichts. Nö, nö, dem geht's wieder blenden. Der ist jetzt mit durchs Getragfeld gestiebt. Vollpfosten. Na, Moment, wie hat er mal gesagt? Vollpfosten darf man nicht mehr sagen. Das Verstängersaal, das heißt, das ist Leerpfahl. Ja, gut. In diesem Sinne, das war es jetzt für dieses Video und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Einen Livestream werde ich eventuell, das kommt drauf an, ob ich es schaffe, am Samstagabend machen. Ich kann die Zeit aber noch nicht sagen, weil es natürlich durchaus wieder sein kann, dass wir bis 9 oder halb 10 Disteln rausschneiden, je nachdem, wie viel man dann morgen schafft. Oder du kannst es nur machen, wenn es kühl ist. Früh musst du auf die Arbeit, kannst du es also nicht machen. Bleibt bloß abends und ja, müssen wir mal gucken. Aber sonst höchstwahrscheinlich da am Samstag eventuell. Kriegen wir irgendwie hin. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt einmal ein schönes Wochenende an alle, die es nicht sehen sollten oder die dann beim Stream nicht dabei sind, falls es einen gibt. Ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.